Hi Freunde, willkommen retour. Nächster Part also jetzt in Dänemark. Wir haben das Duell mit Albjörg und danach haben wir das Euroleague Playoff gegen den FK Chimki aus Russland, wo es tatsächlich um den Einzug in die Euroleague geht. Wobei man schon sagen muss, so schlecht stehen wir nicht da, denn wir haben sowieso zumindest die Conference League Gruppenphase schon mal fix. Und ja, jetzt steigen wir gleich mal ein. Ganz wichtig, ich habe auch hier dieses File drauf für die New Gen Faces. Ich habe schon im 1860 Let's Play kurz erklärt, warum ich es runtergeladen habe. Das heißt, jetzt haben alle unsere New Gens passende Spielerbilder, so wie ich hier, Alberts Marathon. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich hoffe, euch geht es auch so. Hier haben wir Startime, auch Band Startime. Das heißt, es sieht halt alles um einiges besser und cooler aus. Hier haben wir Christoffersen. Perfekt. Und ich habe, vielleicht ist es euch auch schon, nee, ist noch nicht aufgefallen, ich habe auch die originalen Logos jetzt wieder drin. Das heißt, auch das noch für euch zur Info. Das heißt, es sollte jetzt optisch noch ein bisschen schöner ausschauen im FM. Wir haben jetzt das Duell mit Aalborg und haben danach das Match gegen Chimki unter der Woche gleich. Das heißt, dass wir da aufpassen müssen, natürlich was die Belastung angeht. Wieder mal anstrengende Zeit vor uns. Wir sehen ja, die Belastung ist bei einigen Spielern auch etwas höher, aber da müssen wir mehr oder weniger sowieso jetzt durch. Wie schaut es bei Pedersen aus? Wie lange kann denn der spielen, Linksverteidiger? Noch nicht ganz bei 100%, aber der wird heute spielen. Wen müsste man noch ersetzen? Henriksen brauche ich da schon langsam ein bisschen eine Pause. Felix ist auch müde. Sündberg haben wir auf der Bank, der auch müde ist. Das heißt, da könnte man vielleicht in der Halbzeit wechseln, dass einer von denen jeweils eine Halbzeit spielt. Dann den Hägelsgeher tun wir runter. Nehmen wir einen Gakutu mit. Hellebrand, maximal 45 Minuten empfohlen, den können wir einwechseln. Schaut es sonst noch aus? Ja, Henriksen braucht hauptsächlich die Pause. Quaker und Brink sind aber auch richtig müde. Natürlich könnte ich den Gustafsson da hinten spielen lassen, aber das ist eigentlich auch kein Spielmachertyp. Dann hätten wir keinen. Ja, ich muss auf jeden Fall irgendeinen Spielmachertypen spielen lassen. Das heißt, wir werden den Quaker mitnehmen für Henriksen und ich nehme den Brink auch noch mit. Ach, das heißt auch, dass wir da vielleicht in der Halbzeit schon wechseln. Ja, dann werde ich, glaube ich, auch schon den Hellebrand spielen lassen. Es hilft nichts. Wir müssen hier, auch wenn es ein bisschen ein Risiko ist, schon ein bisschen wechseln. Lind ist auch sehr müde. Ja, also Sociedad an ihm dran. Petrovic ist müde. Problem ist, ich muss mich auf die Liga halt auch konzentrieren. Denn sonst haben wir dann irgendwie das Problem, dass wir in der Liga den Anschluss verlieren. Aber nichtsdestotrotz werden wir es, glaube ich, so angehen. Ich werde den Röck hier. Ich ihn trotzdem mitnehmen. Alstrand. Ich bin kein großer Alstrand-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist ja auf der Leihliste, gell? Ja. Werden wir den nochmal versuchen anzubieten. Jo. Und dann legen wir los. Schauen wir mal, wie gut es uns gegen Aalborg geht. Also bisher war der Saisonstart ja okay. Mit einem Sieg gegen Midtjylland waren wir natürlich ganz gut unterwegs. Dann haben wir, glaube ich, noch eine Niederlage und einen Unentschieden gehabt. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir, wie gesagt, eben auch den Anschluss an ganz vorne waren. Kein guter Seitenwechsel von Röck hier, aber gutes Tackling von Guaka. Ja, das heißt, wir haben jetzt einige Neuverpflichtungen drin in der Partie. Die zwei Pedersens und einen Hellebrand unter anderem, die noch nicht so viel gespielt haben. So, gut von Boateng. Wird da eine Konterchance draus? Vorne setzt man ja wieder auf Broni, auf das junge Talent statt Lind, weil der auch eine Pause braucht. Und Pedersen. Neumann. Ah, da bleibt Neumann hängen. Aber der kommt wieder genau zu unserer Kia. Schade. Da kann man auf jeden Fall mehr draus machen.
Also wir haben zumindest mal die ersten zwei Torchancen gehabt, der Gegner noch gar keine. Aber so wirklich was entsteht noch nicht. Beiden Seiten sehr verhalten. Vielleicht jetzt die Chance. Neumann, Hellebrand, Pedersen und Eisröckchen mit dem 1-0. Sehr, sehr schön. 34. Minute, wir gehen in Führung. Pedersen mit seinem Assist, also seinem ersten Assist. Das heißt, er macht auch gleich mal einen guten ersten Eindruck hier. Da sind wir Hellebrand, Pedersen und Röckje. Sehr schön. Ich hoffe natürlich, dass der auch gut in die Saison startet, weil jetzt glaube ich, war sein zweiter Treffer in der Saison? Ich glaube. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, aufpassen. Ja. Abschluss zum Glück harmlos. Also wenn es so bleibt, wären wir auf Platz 6. Damit könnten wir leben, weil wir uns ja doch, Lingby jetzt, würde uns jetzt überholen. Damit könnte man natürlich leben, weil grundsätzlich ist es ja so, dass wir den Fokus auf bisher auf die Euroleague-Quali gelegt haben. Das wird sich jetzt ein bisschen legen. Jo, keiner soll sich auf die faule Haut legen. Ich wollte eigentlich schon wechseln, fällt mir gerade auf, aber dann mache ich es halt in der 60. herum. Weil ein paar ja doch angeschlagen waren oder wirklich verletzt waren. Kein Abseits. Brony mit seinem zweiten Tor, Röckchen mit dem Assist. Das heißt, wir gehen früh mit dem 2-0 in Führung. Also mit 2-0 in Führung, 47. Hier sehen wir Röckchen mit der frühen Flanke. Nehmen an, dass Okore oder Okore das Abseits aufgerummert. Zumindest hat das so gewirkt. Und dann werde ich jetzt die Wechsel machen, die ich eigentlich in der Halbzeit machen wollte. Also Sündberg für Felix. Jetzt ist die Frage. Ich bringe den Brink auf die 10 und den Gustavsson auf die 6. Ich muss leider eben ein bisschen aufpassen jetzt hier. Aber so können wir, denke ich, spielen. Damit die Jungs nicht verletzt, sich nicht verletzen. Aber es sieht heute auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. 4:2 Schüsse insgesamt, 2:0 aufs Tor. Das ist schon sehr, sehr langweilig eigentlich. Aber jetzt bin ich mal froh darüber, dass es langweilig ist. Ngakutu, Johansson und Anene hätten wir als Feldspieler noch auf der Bank. Röckje jetzt mit der Ecke. Und da ist Brony. Der macht den Doppelpack. Unfassbar, unser junges Talent ist super drauf und schafft es tatsächlich hier, den Doppelpack zu schüren. Das ist natürlich sensationell. Hier sehen wir es. Perfekt. Ja. Ich glaube, ich bringe den Johansson rechts außen für Pedersen. Der ist eher ein bisschen müde. Der war auch noch nicht hundertprozentig fit. Eiskalt. Drei Schüsse aufs Tor, alle drei drin. Normalerweise kenne ich das im FM nur so, dass man dann, dass der Gegner sowas hat. Und man selbst irgendwie 20 Schüsse oder so hatte. So, Ngakutu bringe ich jetzt rechts außen. Ich mache das jetzt einfach mal für das restliche Spiel so und ich. Oh, ja, egal. Weil ich dann auch Röckje ein paar Minuten früher runternehmen möchte. Ich soll halt einen Ngakutu rechts außen am Flügel spielen und Johansson nach innen ziehen. Ist eh Rechtsfuß. Und jetzt sollte sowieso nichts mehr passieren. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Lund klärt Ngakutu. Kann er sich offensiv ein bisschen austoben. Brink, Superpass, Brony. Schade. Dem hätte ich es gegönnt, dass er sich hier den Hattrick noch holt. Super Tackling von Ngakutu. Jetzt sollte es das gleich gewesen sein. Es ist halt wirklich super, wie stark wir in der Breite jetzt besetzt sind. Das war mir hier wichtig, das war mir auch bei 1860 in der Saison wichtig.
jetzt in der Sommerpause, dass wir es halt wirklich super auch wechseln können. Und so wie es jetzt ist, wir haben einige Top-Spieler wie einen Lind zum Beispiel auch einfach draußen gehabt, beziehungsweise auf der Tribüne. Wir haben viele andere Spieler noch geschont, einfach weil wir in der Breite super besetzt sind. Und jetzt können wir gegen Chimki spielen mit einem ausgeruhten Team und uns dann im Idealfall natürlich eine gute Position fürs Rückspiel holen. Danach haben wir ein wichtiges Duell mit Esbjerg. Das heißt, ja, es ist schon eine spannende, aber auch sehr intensive Phase. Hellebrand jetzt mit dem Debüt, Broni super in Form. Den kann man natürlich loben, der ist jetzt 18 Jahre erst alt. Und das ist halt schon einer, der dann in die Fußstapfen von Lind treten könnte, falls Lind geht, weil da haben wir ja immer wieder Interesse, so wie jetzt eben auch aus Spanien. Genau, Sociedad war es. Das ist blöd, Gustafsson ist nicht registriert, das heißt, den hätte ich heute spielen lassen sollen, das wäre irgendwie klüger gewesen. Aber hilft nichts. Okay, die sind von Alstrand abgesprungen. Kein Verein, der ihn auf Leihbasis haben möchte, was ein bisschen schade ist. Magnus Koch. Kann man sich ja mal bei einem Probetraining anschauen. René Svete hat auch über das Thema Probetrainings geredet, bei unserem Podcast letzte Woche am Freitag. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, unbedingt reinhören. Wir reden ja viel über den FM mit ihm. Und das war schon sehr, sehr interessant, auch über die Parallelen eines Fußballprofis zu reden. Fußballprofi mit dem FM. Einfach um mal den Vergleich zu haben. War irgendwie ein ganz, ganz cooler Podcast. Also falls ihr noch nicht reingehört habt, könnt ihr ja mal neben dem FM-Zocken aufdrehen. Matthias, René Svete, der Torwart, der Hartberger und ich. War ganz witzig. So, hier werden wir mal einige streichen, die nicht so viel Potenzial haben scheinbar. Für die B11 mache ich niemanden verfügbar. Ja, Jörgensen. Soll ich Jörgensen verfügbar machen? Er braucht sowieso Spielpraxis. Das ist mir dann... Wobei, der nimmt dann quasi einem jungen Spieler aus der B11 dann Spielpraxis weg, also lassen wir es vielleicht. So. Der sieht schon interessanter aus. Den sollte man sich auf jeden Fall gönnen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Der möchte sich die Optionen offen halten. Also der ist eh schon auf der Auswahlliste. Ich glaube, den haben wir schon mal gescoutet. Und da habe ich es auch schon versucht. So, Chefphysio. Boah, das sind richtig gute Benjamin Sommer. Aber schauen wir mal, der ist ein Schwede. Führungsqualitäten 10. Benjamin Sommer, Führungsqualitäten 9, okay. Dann versuchen wir trotzdem beim Schweden zu bleiben. Wäre natürlich sensationell, wenn wir den kriegen würden, aber der will finanziell einiges. Aber es klappt sehr schön. So, Chimki also als nächster Gegner. Jetzt müssen wir schauen, wie wir aufstellen. Schauen wir nochmal direkt bis zum Spiel, damit wir auch die Spielbelastung haben. Damit wir sehen, wen wir da idealerweise nicht aufstellen sollten. Die haben alle Spielerbilder jetzt. Das ist so schön, das File. Ich habe auch im 1860 Video in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke, ich hoffe, ich denke dran, den Link dazu. Da könnt ihr dann reinschauen. So, Neumann ist interessanterweise fitter als ein Gakutu. Deswegen werde ich das jetzt so belassen. Sündberg und Felix werde ich vielleicht wieder durchwechseln. Das schauen wir mal. Brink ist müde, Quaka ist müde. Dafür kann Boateng spielen. Das ist schon mal wichtig. Ich lasse den Brink trotzdem heute in Vorzug. Statt Boateng wird am Wochenende dann Gustafsson spielen. Links außen Röckje ist müde. Das ist natürlich bitter. Statt Ngakutu kommt Hägelskier mit. Aber solange Pedersen spielen kann, soll er spielen. Den Henriksen nehmen wir auf jeden Fall mit, wobei der hat auch eine hohe Spielauslastung. Spannend eigentlich. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Petrovic mit. Statt Henriksen halt von mir aus, das passt. Ich lasse ihn statt dem Petersen spielen. Dann Lind natürlich. Ich lasse aber den Broni auf der Bank und ich lasse Lind, glaube ich, jetzt auch als Stoßstürmer spielen. Kann er von seinen Fähigkeiten her ja auch.
So, die ganz Jungen haben wir noch dabei. Die werden halt auf jeden Fall noch zum Einsatz kommen. Wir sind erst am Beginn der Saison. Also da braucht man sich, glaube ich, noch nicht so viele Gedanken machen. Die Frage ist, wie gut können wir wechseln? Und den Broni auf die 10 bringen. Ich könnte den Petersen theoretisch sogar auf die 10 bringen. Bei Hellebrand durchspielen lassen ist halt kritisch wahrscheinlich. Wieso ist Henriksen so müde? Wundert mich. Den man jetzt eh nicht gespielt hat. Den Alstrand könnte man noch mitnehmen. Nehme ich lieber den Alstrand statt Johansson mit, weil den kann ich auch noch ins Zentrum bringen. Dann sind wir ein bisschen flexibler. So, schauen wir, dass wir uns jetzt eine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel rausspielen. Das heißt, ideal wäre natürlich, wenn wir es schaffen, zu Null zu spielen. Ja, alles andere werden wir einfach mal auf uns zukommen lassen. Also Euroleague-Gruppenphase wäre natürlich ein Traum. Conference League haben wir natürlich bessere Chancen, eine Gruppenphase dann auch zu überstehen. Hat beides was für sich. Deswegen nehmen wir es einfach, wie es kommt. Ganz egal. Felix mit der Gelben. Da wird in der Pause vielleicht wieder Sündberg kommen. Schauen wir mal. Brink mit dem Pass in die Tiefe. Der ist richtig gut gespielt. Und Lind. In der 10. Minute hat er die Riesenchance, uns hier in Führung zu bringen. Aber super Pass. Den Hellebrand können wir aber ruhig auf vorgeschobener Spielmacher umstellen mit seinen Fähigkeiten. So, aufpassen jetzt auf die Ecke von Chimki. Die war beinahe drin. Zum Glück nur das Außennetz. Erste gute Chance auf jeden Fall für unsere Gäste. Super durchgesetzt von Lünd. Brink, toller Pass auf Neumann. Petrovic, Rökier. Kein schlechter Versuch. Bin gespannt, wie lange Rökier heute durchhält. Der dürfte schon ziemlich müde sein dann. Ach, schlechter Pass von Brink. Alter Schwede, der ist echt nicht gut. Gülstorf mit der Fußabwehr. Er spielt so sensationelle Pässe und dann macht er sowas. Okay, Boateng mit der Gelben, bei dem muss man natürlich aufpassen. Ruhig mehr Pressing, aber vorsichtig. Hellebrand jetzt mit dem Freistoß. So, Madsen. Ich werde den vielleicht auch Valentin nennen, weil dann ist es nicht ganz so verwirrend mit dem Matzen rechts außen. Hellebrand, kein guter Pass. Wir bleiben im Ballbesitz. Ja, dieses 4-1-4-1-System ist halt wahnsinnig eng. Da hast es sehr, sehr schwer durchzukommen. Er ist super gespielt. Wieder gut geblockt. Also der Gegner ist auf jeden Fall fordernder als Nikosia zuletzt. Wobei das jetzt auch nicht so schwierig war, muss man ganz ehrlich sagen. So wie die gespielt haben. Okay, wir gehen mit einem 0 zu 0 in die Pause. Macht weiter so, wir können noch immer gewinnen. Wir bringen den Sündberg für Felix. Und ja, wir haben halt leider jetzt nur zwei Wechsel noch übrig. Ich glaube, ich bringe einfach den Quarker für Boateng, damit ich da jetzt nichts riskieren muss. Und damit wir da wieder einen Ballerobernden hinten drinnen haben. Das heißt, einen Wechsel können wir dann irgendwann noch machen. Marco Lindt macht sich innenverteidigermäßig, finde ich auch ganz gut. Lindt, Rökier, yes. Lindt, Rökier, yes. Sehr schön.
Also wir sehen Neumann, dann legt ihn Lind super ab, zieht zwei Verteidiger auf sich, eigentlich fast drei kann man sagen. Und damit macht er Platz für Röckje, der dann überlegt ins Tor schießt. So, Ecke Röckje. Nochmal die Chance. Der zieht super nach innen und Lind, den muss er machen. Aber das war anscheinend schwierig, den zu drücken. So, Valentin, sehr gut. Röck hier. Brink, sehr gut gemacht. Röck hier. Macht das alleine? Nein, Valentin. Lind legt ab. Petrovic, Riesenchance, super Parade. Beinahe das 2-0. Leider da jetzt mal nichts. Freistoß für die Gegner. Also wir haben Alstrand, Broni, Petersen und Hägelskjær noch auf der Bank. Muss mal kurz was schauen. Kann ich den Petersen auch links außen nach innen ziehend bringen? Hat nicht unbedingt die Weitschüsse dafür. Aber theoretisch ging es. Und sonst bringen wir halt Alstrand wieder als Flügelspieler, der muss dann wahrscheinlich sowieso jetzt in der Liga ran, weil Röckje jetzt zweimal durchgespielt hat. Das heißt, der wird jetzt wahrscheinlich eine Pause brauchen. So, Madsen, also Valentin. Sehr gut gemacht von Röckje, Hellebrand. Ah, schade. Ich glaube, das war selbst ein Versuch von Hellebrand in dem Fall. Den sollte man eigentlich nicht ganz durchspielen lassen heute. Aber das werden wir jetzt einfach mal riskieren. Ich muss den Röckje jetzt rausnehmen. Der ist schon komplett müde. Wir bringen Alstrand nochmal als Flügelspieler. Nicht die Idealbesetzung, aber passt schon so. Jetzt werden wir versuchen, nach Ballverlust uns neu zu formieren. Mit Zeitspiel fange ich noch nicht an. Gegner wird jetzt offensiver. Dann beginnen wir vielleicht doch. Ich weiß nicht, ob ihr es kurz gesehen habt, aber die haben jetzt auf zwei Stürmern umgestellt. 4-4-2-System ist jetzt auch nicht super offensiv, aber müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Madsen. Ich kann zudem einfach nicht Valentin sagen. Wenn er so wenigstens im Vornamen heißen würde, aber. Letzte Minute läuft. Freistoß nochmal für Jimki, der wird geklärt. Alstrand hat ihn. Konterchance sogar noch. Und das war's. Wir gewinnen das Hinspiel mit 1-0. Sensationell. Wir haben zu 0 gespielt zu Hause, das ist wichtig. Wir haben den Sieg eingefahren. Das heißt, der Druck liegt so ab sofort. Liegt auch im Rückspiel auf den Schultern der Gegner. Und das ist natürlich eine coole Geschichte, weil das natürlich bedeutet, dass wir da durchaus Auswärtschancen haben, um die dann auszukontern zum Beispiel. So, wie sieht's aus? Wen werden wir jetzt registrieren? Ibsen fällt aus, wegen der weil er einfach generell verletzt ist. Ich kann den Gustafsson registrieren. Das ist schon mal ganz cool. Den Rest lassen wir weg. Der Rest ist sowieso jung. Achso, nee, es geht eben leider nicht. Müsste da den anderen weglassen. Ich kann aber den Jörgensen nicht weglassen. Das bringt nichts. Gehen wir nochmal auf Änderungen verwerfen. Frage ist eben, ob ich den Gustafsson für irgendwen mitnehmen kann oder ob wir es lassen müssen. Ich könnte den Alstrand streichen, was ich auch nicht unbedingt will. Ich glaube, wir belassen es dabei. Gustafsson nach wie vor nicht dabei. Oder Jakob Johansson. Wäre auch durchaus einer, den man streichen könnte. Der wird wahrscheinlich jetzt auch nicht begeistert sein, aber ich versuche mal, ob es geht. Das würde gehen, ne? Ja, ganz ehrlich, für die Positionen da vorne
Gut, Flügel. Haben wir den Pedersen, den Röck hier, den Ahlstrand. Ja, das wird schon passen. So, der ist eigentlich auch ein ganz guter, aber wir brauchen da jetzt momentan niemanden mehr. Das heißt, jetzt haben wir das Duell mit dem mit den Aufstiegskollegen aus der ersten Saison mit Esbjerg. Die sind überraschend Tabellendritter. Das heißt auch nicht so schlecht unterwegs. Für die U19 verfügbar machen werde ich die jetzt. Das ist schon okay. Und wir haben unseren neuen Chefphysio. So. Scouting-Meeting, ein junger Bulgare bei Oxford. Auf der Transferliste, schauen wir, ob wir ihn einladen können zum Probetraining. So, Smarason trainiert sehr gut, gefällt mir. Probetraining hat geklappt, Slavi Spasov. Jetzt werden wir den Part, die restlichen Minuten einfach noch nutzen, um zu überlegen, wie wir spielen gegen Esbjerg. Auch natürlich im Hinblick auf die Euroleague-Partie unter der Woche. Auf dieses wichtige Spiel, auf diese Riesenchance, um eben eventuell einzuziehen. Was Marathon entwickelt sich super. Ich überlege auch ernsthaft. Also den werde ich, auf den werde ich, glaube ich, eher bauen als auf Anene im Moment. Ich glaube, ich werde sogar Anene, bei dem läuft der Vertrag aus, abgeben. Weil ich eben ganz ehrlich sagen muss, wir haben stürmermäßig jetzt zwei richtig gute Talente mit Smarason und natürlich mit Brony, der sich super macht. Da brauchen wir keinen Anene mehr. So weh es mir irgendwie tut. Aber, jo. Lindt hat natürlich eine Einberufung verdient, ganz klar. So, Kasper Tengstedt hat sein Probetraining ganz abgeschlossen. Das ist eigentlich auch ein ganz guter, muss man schon sagen. Das wäre sogar ein Röckchen-Backup, wenn man sich das so anschaut. Und das sehr leistbar. Aber wir haben so ein bisschen das Problem links außen. Wir können den Ahlstrand einwechseln als Flügelspieler, ist aber auch nicht so wirklich das Wahre. Und der wäre schon ganz interessant als Röckchen-Ersatz. Möchte vorne pressender Stürmer spielen? Ich glaube eher nicht. 143.000 jährliche Gehaltssteigerung lassen wir ihm drin. Weil da hätte ich ganz gerne eben links außen noch erwähnen. Wir haben auf dem Flügel, da haben wir ja schon überlegt, dass man quasi einfach den Jürgensen als Backup bis zum Winter behalten. Aber warum soll ich jemanden Einsatzzeit geben, wenn der sowieso unseren Club verlassen wird? So, wir müssen jetzt schauen auf die Müdigkeit. Sündberg, Felix und Lünd sind alle müde. Das ist natürlich bitter. Heikelskär. Dann nehme ich heute diesen ganz jungen Innenverteidiger mit, den Norweger Stadtheim. Da haben wir ihn. Sorry, mein Mikrofon ist gerade umgefallen. So, ich habe gerade versucht, ganz leise wieder aufzustellen. Ja, Stadtheim können wir mal mitnehmen. Also, ich finde, dass man den vielleicht mal einwechseln kann. Er ist halt schon eine deutliche Schwächung im Vergleich zu unseren standardmäßigen Innenverteidigern, aber. Müssen wir eventuell wirklich machen. Dann bringen wir natürlich einen Gakotu rechts. Das passt gut. Dann brauchen wir hier hinten. Boateng könnte spielen. Wir werden aber eher den Gustafsson spielen lassen. Das heißt, Boateng kriegt auch mal die Pause. Brink und Quaker können wir wechseln in der Halbzeit. Der Rechtsaußen Pedersen ist müde. Da lassen wir einen Petrovic spielen. Henriksen können wir mitnehmen. Das ist mal wichtig. Hellebrand ist aber trotzdem erstaunlich fit, muss man ganz ehrlich sagen. Spielbelastung ist noch immer auf normal. Gut, so viel hat er nicht gespielt. Danach richtet sich's ja. Nee, ich schiebe ihn trotzdem mal runter, weil er eben nicht der, weil er eben länger angeschlagen war. Brony, Spielbelastung hoch. Da werde ich eventuell heute, wo haben wir ihn? Wo ist der Junge? Smarason, den nehmen wir mit. Als Lind-Stürmer-Ersatz. So, jetzt haben wir den Quaker und den Pedersen noch mit, die relativ hohe Auslastungen haben. Ich kann den Johansson noch statt Quaker mitnehmen, damit wir noch einen für den Flügel haben.
Der junge Oliver spielt eh bei der U19. Broni kriegt mal eine Pause. Christoffersen, den jungen Zehner, könnte ich natürlich auch noch mitnehmen. Dann nehme ich dem aber statt Johansson mit. Also dann haben wir schon eine super junge Truppe. Wobei die Stammelf trotzdem noch relativ stark und erfolgreich hoffentlich dann ist. Beim Innenverteidiger bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den nicht vielleicht spielen lassen soll. Aggressivität 20 ist halt ein bisschen kritisch für einen Innenverteidiger. Aber ich glaube, so werden wir es machen. Nächstes Duell also, nächster Part jetzt gegen Esbjerg und dann das Rückspiel gegen Chimki, wo es darum geht, ob wir es in die Euroleague schaffen oder nicht. Wäre natürlich sensationell. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Part. Ciao.